Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Doch viele Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. FSO Andrei Harkov. Und dann geht's weiter mit... Was? Der gute alte Andrei. Jo. Dann geht's weiter mit Modern Warfare 3. Vielleicht lädt der Ladebalken heute auch noch zu Ende, man weiß es nicht, aber dann muss man Geduld haben, ne? Ich meine, der ist ja nicht mehr der Jüngste und so. Richtig, der braucht etwas länger für die Strecke. Ja. Du hast den Anfang gemacht, erste drei Missions. Der Death Counter, wie wir schon gesagt haben, ist nicht mehr ganz richtig, weil du die zweite Mission nochmal von vorne aufnehmen musstest, aber wenn da wir... Da bin ich nämlich nullmal gestorben. Ja, aber pass auf, wenn er richtig wäre, ne? Nehmen wir mal die reguläre Aufnahme. Bist du bei 11 Toten? Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Tode mich erwarten in diesen drei Missionen, die ich jetzt aufnehmen werde. In dieser Aufnahmesession. Ich sage mal, was tippst du? Tipp mal. Das Flugzeug, das ist einfach. Die geht ja auch nicht lange. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob der Absturz schon als Mission zählt. Zählt das mit als Mission? Weiß ich nicht. Also als neue Mission meine ich jetzt. Also. Ich schätze mal, dass du doch drunter liegen wirst. Ja? Team 1, das Präsidentenbüro ist gesichert. Turbulenzen. 3. Oktober, 18:30. 18:30, ja. Wir landen in 2 Stunden in Hamburg. Und 2 Stunden in Hamburg landen. Ja, Borzewski. Ja. Vater. Vasili. Ich mag ihn nicht. Niemand mag ihn. Eskortiere ihn los. Was wirst du ihm sagen? Die Wahrheit. Was steht da oben in grün? Was stand da? Weißt du das? Wo? Kannst du Russisch? Ach, da vorne meinst du? Nee, keine Ahnung. Ja, so, jetzt bin ich, du kannst kein Russisch, oder was? Leider nicht, du! Ist ja erbärmlich. Ja, Herr Präsident, hallo, hallo. Jetzt geht Geschirr so los, Herr Präsident. Meine Herren, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Frieden oder Krieg. Frieden oder Krieg. Und zum Wohle unserer Kinder brauchen wir Frieden mit dem Westen. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zugeständnisse. Wir vernichten unsere Feinde, wenn sollst du spannen? Machen, auch mit unseren Differenzen können. Ich mag sein Tablet und es schießen sie schon. Sie sind im Kopf. Ja, sie sind im Schwanz, Pete. Los. Oh, 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 jetzt geht's los. Ach, das war mit diesem Wanken, glaube ich, hier, ne? Ist, glaube ich, die einzigste Schwierigkeit bei der Mission. Oh, oh. Ja. Bekommst du es hin, Kollege? Ja, da bekommst du es hin. Sehr schön. Ja, was ist auch gut ausgerüstet. Warte mal. Ich wollte hier die Wumme eigentlich aufheben. Hallo. Hallo. Danke. Tja, du bist auch gut ausgerüstet, ne? Mit so einer Pistole. Oh, go down, bitch. Vasili, du nicht mehr im Weg. Oh. Au. Tut das nicht weh? Au. Au, oh, au, ah, ah. Ja. Das könnte schon. Macht das Spaß. Im Flug, die kann Nacken miau schalten. Und im Flug nachladen. Guck dir das mal an. Wie stylisch. Ich bin pro. Hammergeil. Also. Aber das haben sie hier mega cool gemacht. Sehr schön. Team 2 erwischt. Erobert, ja. So, dann. Warte mal. Ich wechsle mal die Wumme. Bisschen verschiedene Waffen auch zeigen den Leuts.
Ja, mach die Tür auf. Octopolochal. Wir haben eine Feuerlöscher. Lösch die Tür. Los, dann geht sie auf. Wusstest du das nicht? Das ging. Das ist hier die neue Methode. Natürlich, ich merk's. Hallo? Kommst du klar oder was ist hier los? Dauert etwas. Aber der Präsident, wir müssen leben. Du musst schneller machen, mein Freund. Mein Genosse. Hallo? Mein Bruder. Naja, ich setze mich halt derweil hin, ne? Du machst das schon. Lalala. Irgendwas ist auf der Schiene. Muss ich das nicht machen oder so? Ach Gott, bin ich doof, ey. Oh, sorry, ist ja ein Verbündeter, oder? Ja. Huch! Mal dezent gefailt! Mensch! Ist das nicht hier so eine Feind? Ja. Siehst du, ich finde die wenigstens. So eine Feind. Was? Huch. Da ist wohl wer dunkelrot. Nein, und ich kann ja auch gezielt schießen. Guck dir das mal an. Super, super, super. Hallo, ich hab dich auch erwischt. Was willst du? Ich sag doch nichts. Ich hab dich doch gelobt. Oh, ey, wir sind sofort angemault. Ja, ist auch so. Du Last Stand, Bitch, du Last Stand ist dir nicht. Auch wenn du noch nicht im Last Stand warst, aber. Ich geh doch zum Sieg. Ja. Oh, da ist ja auch noch einer. Hallo. Hallo? Ja. Immerhin ist er tot. Da schrotet einer. Du nicht, mein Freund. Du nicht. Lass ihn halt schroten, wenn er das so will. Erlaube ich ihm halt aber nicht. Ja, danke. Nee. Schön ins. Schon mein Schussfeld gelaufen. Du willst auch sterben? Du auch? Danke. Bitte. Ja, aber. Zum Fehler vorhin sage ich nichts. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Du wolltest nur auch mal zeigen, wie das ist, wenn du nicht der Mission folgst. Hallo, Alena Worshevsky, ich dich beschütze. Hallo, Präsident Worshevsky. Ich dich auch beschütze. Vorrücken. Los, Leute. Aber die P90 hier, die ich hier habe. PP90, schöne Wumme. Die habe ich auch verbessert, Entschuldigung. Oh. Mhm. Das geht los da rein. Hilfe! Ziel gescheitert? Hä? Stand um links, war Ziel gescheitert. Ziel gescheitert? Irgendwann hast du nicht beschützt anscheinend oder so. Das ist ja wohl ein Job. Aber das scheint ja weiter zu gehen. Ist hier nicht Cutscene? Ja, Katze. Hallo? Präsident Worshevsky, hallo? Bin ich echt gescheitert? Nee, siehste? Katze. Nee, aber stand da oben. Tja, ich bin scheitern. Ich nur sage, was da oben steht. Das vielleicht, das muss und so sein. Ja, Commander Leonid Pudokin. Ja. Wodka Gorbatschow. Genau. Das ganze Fahrwerk stürzt dir ein. Also sowas überlebst du nicht oft. Nö, aber wir schon, denn wir sind anders. Ja, wir sind Thomas anders. Genau. So, und jetzt mal. Ach, jetzt kommt ja. Ach, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber der dürfte nicht lange gehen. Das ist hier nicht mehr viel. Das ist wirklich so klug, neben diesem Triebwerk da zu hocken. Ja klar, das explodiert nicht. Kommt jetzt hier nicht Makar? Ich weiß es nicht. Ja, Miroslav Klose. Ja. Nehmen wir mal die AK. Die wird, glaube ich, in diesem Schusswechsel besser sein, wobei mit ACOG. Dem wollte ich sagen, guck dir das Visier an. Nee, egal. Ich will verschiedenes austesten, you know? What the fuck? Nach hinten ist er mir locker. Hm.
gehen wir. Na dann, bin ich mal gespannt. Jetzt kommst du ja wieder zum Schusswechsel, wie du so schön gesagt hast. Mhm. Schwerer Beschuss. Ach, da vorne, ne? Ja, ja. Mhm. Ach, wer seid ihr denn schon, hm? Denkt ihr wirklich, ihr könnt mir hier Probleme bereiten? Wobei eigentlich das ACOG hier nicht so ganz verkehrt. Ich werf dir mal ein Granatchen rüber. Deine Lieblingssachen, ne? Du magst ja Granaten. Ja, ich liebe sie. Ich könnte sie küssen. Wo sei niemand? Da. Wo sei niemand? Ist die bessere? Was? Ist die bessere Frage? Wo sind die? Hallo? Ich rush mal vor. So einfach Geronimo-Style, ne? Sicher? Sicher. Also pass auf. Hallo? Nicht, dass du noch hab ich doch erwischt. Ich und sterben. So. Bin ich du? Bin ich du? A12 Schrotflinte. Nee, die möchte ich nicht. Was liegt denn hier sonst noch so schönes? Wechseln wir wieder? Ja, komm. Ich wechsle wieder auf die PP90, wobei nicht mehr viel Muni drin ist. Hier, Granate. Ja, gib ihm. Gib ihm. Nimm doch lieber die A12. Die A12? Auf der Distanz? Nein, okay. Nicht aus der Distanz, aber du kannst ja dann durchrushen. Ob ich das will? Ich nehme lieber die 5-7. Waren da nicht irgendwo Fässer? Kannst du nicht auf den Tank schießen da? Da musst du eigentlich probieren, oder? Ist das ein Tank? Da ist ein Fass da hinten, jetzt habe ich es erwischt, aber ich weiß nicht, ob da jemand steht. Ja, so ungefähr. Was? Eins. Ich liebe Granaten. Mann! Die sah so weit weg aus, beziehungsweise habe ich die gar nicht mitbekommen. Arschloch-Granate! So, jetzt habe ich mit einem Fässchen jemanden erwischt. Hallo! Bitte lächeln! Man merkt, wir beide sind nicht so die Granaten-Freaks. Nee, nicht wirklich, ne? Und irgendwie nervt mich dieses ACOG, aber auf die Distanz brauche ich das nun mal mehr als die PP90, da. Ich stamp dir die A12 Rush durch und mach alles kaputt. Nee. Oh, die Granate wieder. Lauf doch, Junge, lauf! Kabumm. So, hier durch den Schlitz mal schießen. Bar. Oh, das Fass brennt, glaube ich, ne? Meinst ja, du? Glück gehabt. Guck mal, selbst ein Commander ist schon so weit vorgerückt. Ich muss ihm halt den Rücken frei halten, ja. Der kann doch sterben, sogar. Hallo, Commander! Haben ich dir Rücken freigehalten? Ihr seid guter Bruder. Bruder? Na, wenn dann Genosse. Bitte. Entschuldigung, ich sei ein guter Genosse. Huch! 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 Jetzt wärst du mit der A12 gut bedient gewesen. Ja, ich wollte dir mal zeigen, dass ich auch mit ACOG was kann, weißt du? Weil ich mach das immer gleich elegant mit 5-7. Okay, dann mach mal. Ja, zwei hab ich erwischt, komm. Ja, immerhin. Mit A12 wären wir jetzt zwar schon lange im Ziel, aber... Hast du sie geflasht? Das ist ja gemein. Ne? Was haben die denn? P90, danke. P90 mit ACOG, heilige Scheiße. PP90. Entschuldigung, mein Gott. Mensch. Bin vielleicht konzentriert. Retten Sie den Präsidenten. Ach, hallo, Hubschrauber. Jetzt kommt der Böse, glaube ich, aus dem Hubschrauber, ne? Weiß gar nicht. Doch. Der entführt ihn. Und uns erschießt oder so. Die Türen aufmachen. Jetzt, schöner Heddy. Ja. Hallo, Makarov! Kabum. Aber komm, cool ist der Schal, oder? Ja, total. Habe ich mir so auch gedacht. Makarov, bevor ich sterbe, deine Schal ist cool. Also danke, danke. Wie er alle niederstreckt. Wissen Sie, wer ich bin? So ein Arschloch. Dann wissen Sie auch, was ich will. Sie sind wahnsinnig.
Russland wird ganz Europa erobern, selbst wenn nur noch ein Haufen Asche übrig ist. Ich will die Startcodes, Herr Präsident. Bekommen Sie nie. Jeder hat eine Schwäche. Findet das Mädchen. Oh oh. Hey!